Die neue Ausstellung des Filmmuseums Animal Actors, tierische Stars in Film und TV widmet sich zum ersten Mal einem faszinierenden Thema, zu dem alle Menschen und eigentlich alle Kulturen einen besonderen Zugang haben. Und wir präsentieren die gesamte Bandbreite des Einsatzes von Tieren in Film. Gleichzeitig spüren wir aber der besonderen Beziehung von Mensch und Tier nach. Wenn Sie in die Ausstellung hereinkommen, werden Sie als erstes begrüßt von internationalen Stars und alten Bekannten für viele aus der Kindheit, wie Lassie, wie Clarence, der schielende Löwe, Cheetah, Flipper oder auch Fury. Und natürlich aus dem Trickfilm dann Tiere wie Bambi und viele andere Helden, die wir international kennen. Insgesamt ein großer Bogen über die Welt der Tiere im Film. Wie werden Filme mit Tieren gemacht? Wie werden Tiere im Film eigentlich inszeniert? Und dazu haben wir verschiedene interaktive Stationen. Das heißt, wir haben einmal eine virtuelle Katze, die kann man auf den Arm nehmen und streicheln und herumtragen. Als weiteres interaktives Highlight, es gibt einen Hirsch, einen virtuellen Hirsch, auf den Sie Ihr Gesicht übertragen können. Das heißt, Sie schauen den Hirsch an und er hat dann Ihren Blick, Ihre Mimik, Ihr Lächeln, all das wird in den Hirschkopf 1:1 übertragen. Tiere sind natürlich nicht nur Freunde des Menschen, sondern es gibt auch Tiere, die eine Bedrohung sind. Ja? Unsere Ängste, Sorgen, auch vielleicht Unterdrücktes wird in böse Tiere hineinprojiziert. Und das Nonplusultra des bösen Tieres ist was? Der weiße Hai. Und den sehen Sie hier hinter mir ganz hautnah im Filmmuseum. Können Sie diese oft zu Unrecht verschriene Bestie des Meeres betrachten. Es geht im Tierdokumentarfilm, was ein ganz wichtiges Segment ist, geht es auch um die großen beiden deutschen Tierfilme Heinz Sielmann und Bernhard Grzimek. Das ist eine Ausstellung letztendlich für die ganze Familie und für alle Hintergründe und für alle Kulturen. Jeder wird da abgeholt, jede Generation hat ihre eigenen Erlebnisse. Es gibt viel zu sehen, viel zu erleben. Was sind Tiere für uns Menschen eigentlich? Was ist diese besondere Beziehung und was passiert damit im Film? Herzlich willkommen.